Es sind unglaubliche Bilder, die uns am Wochenende erreicht haben. Wir haben mehrere Berichte erhalten, dass ein Polizeibeamter scheinbar zweimal derselbe in zwei verschiedenen Verkehrskontrollen scheinbar Leute und Unschuldige getötet hat. Diesbezüglich wollte sich das zuständige Polizeipräsidium noch nicht melden, aber wir haben in-depth Informationen bekommen, also wir haben Live-Bilder und die möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Hier 93, nähere mich dem Fahrzeug, steige jetzt aus und werde eine Verkehrskontrolle durchführen, Ende. So, schönen guten Tag, steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug aus. Hallo? Steigen Sie mal bitte aus. Verstehen Sie mich? Steigen Sie mal aus. So, gehen Sie zurück ins Fahrzeug, gehen Sie sofort zurück ins Fahrzeug, ich sag's nicht nochmal. Legen Sie die Waffe runter, legen Sie die Waffe runter, ich sag's nicht nochmal, legen Sie die Waffe weg. Verdammte Scheiße! 7-3, Shots fired, Shots fired. Ich wiederhole, Shots fired. Ich brauche hier sofort sämtliches Backup. Ich wiederhole, auf mich wurde geschossen. Schwerer Beschuss auf. Ich begebe mich kurz in Sicherheit. Achtung, 7-3, ich benötige dringend Unterstützung. Ich wiederhole, mehrere Fahrzeuge im Brand. Schwerer Schusswechsel, mehrere Tote und Verletzte. Ich wiederhole, ich brauche hier dringend Unterstützung. Wo bleibt meine Unterstützung? Verdammte Scheiße, ich weiß nicht, ob er tot ist. Er hat auf mich geschossen, hat auf einmal eine Waffe in der Hand. Hey, Sie da, legen Sie die Waffe weg, legen Sie sofort die Waffe weg. Ich sag's nicht nochmal. Suspect flieht. Verdammt. Wir sind alle außer Kontrolle hier. Oh mein Gott, was soll das nur werden? Verdammt, Leute, habt ihr das unter Kontrolle hier? Ja, Folgendes ersparen wir Ihnen lieber. Und kurz nach dieser Situation ereignete sich eine weitere Situation, die uns einfach sprachlos gelassen hat, aber sehen Sie selbst. Ja, 9372, nähere mich einem verdächtigen Fahrzeug, Backup bereithalten. Oh, verdammt, der hat, oh, was ein Idiot. Na, warte, mein Kollege. Sag mal, bist du schwerbehindert im Schädel oder was? Na, Frau am Steuer, natürlich. Bleiben Sie im Fahrzeug, bleiben Sie im Fahrzeug. Nehmen Sie die Waffe weg, bleiben Sie stehen, legen Sie die Waffe weg. Bleiben Sie stehen, sofort stehen bleiben. Verdammt. Scheiße, scheiße. 929275 an alle Einheiten. Ich bin beschossen worden. Schwerer Beschuss. Ich wiederhole, ich stehe unter schwerem Beschuss. Ich brauche sofort Backup. Schwerer Beschuss. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Ich wurde mehrfach beschossen. Ich bin getroffen. Ich brauche einen Sanitäter. Sie liegt auf der Fahrerseite. Ich bin gegenüber von ihr. Sie ist scheinbar tot. Ich bin mir nicht sicher. Hi, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob sie tot ist. Pass auf, sie hat eine Waffe. Ich schieße doch mal auf sie sicherheitshalber. Nicht, dass sie noch lebt. Ich bin mir nicht sicher. Sie ist hochgefährlich. Sie könnte sich auch. Ich nehme kurz eine andere Waffe hier. Ich bin mir nicht sicher. Sicher ist sicher. Inzwischen hat sich auch das Vinewood Police Department zu der ganzen Sache geäußert, und zwar hat man das Ganze an ein unabhängiges Komitee übergeben, die eine Entscheidung fällen sollten bezüglich des Ganzen. Das ist normal so, das wird immer gemacht. Dieses Komitee ist zur einstimmigen Entscheidung gekommen, dass der Beamte hier in jeder Situation richtig und vorbildlich gehandelt hat. Diese betroffenen Personen haben scheinbar versteckte Waffen gehabt und auch mehrfach auf ihn geschossen. Das hat man ihm auch geglaubt. Die Videoaufnahmen waren scheinbar verfälscht. Und ja, es wird keine weiteren Sanktionen geben. In diesem Fall ist das alles sehr interessant. Man weiß jetzt auch nicht, ja, ist das jetzt alles erfunden oder gelogen? Ja, aber ich würde sagen, Sie bleiben einfach dran, denn dann erfahren Sie noch etwas mehr zu dieser ganzen Hintergrundstory. Das ist jetzt aber nicht sein Ernst, oder? Oh, ja. Alter, das Spiel. Es treibt mich halt maximal. Ich will doch bloß kurz was aufnehmen. Mama. Das Vinewood Police Department wollte sich bislang zu diesen Zusagen noch nicht äußern. Was? Hä? Äußern? Der Officer, der betroffen war, war scheinbar an zwei verschiedenen Situationen beteiligt. Macht keinen Sinn. Wir haben hier Live-Bilder für Sie zusammengefasst, die wir von. Schönen guten Tag. Nehmen Sie bitte die Hände hoch und lassen Sie die Waffen unten. Nein, legen Sie die Waffe weg. Hä? What? Kann ich irgendwann auch noch anfangen, irgendwie so scheiß. Ach, egal. Ich bin getroffen, ich wiederhole, ich bin getroffen. Ich weiß nicht, ob es mir gut geht. Vier mal vier ist 12 und 12 mal 12 ist 20. Ich male mir die Welt, wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Boom, Headshot! Boom, Headshot! Boom, Headshot! Bleiben Sie im Fahrzeug und bleiben Sie im Fahrzeug und bloppen Sie bloß nicht.